Haare wie Frauenhaare. Lass mich ein bisschen eingehen auf die Gestalt dieser Heuschrecken. Ja, sie glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Sie hatten menschliche Angesichter, Frauenhaare, Zähne wie die der Löwen, Panzer wie eiserne Panzer, das Getöse ihrer Flügel wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Frauenhaare. Jeder versteht das. Ich meine, eigentlich müsste ich gar nicht auf diesen Vers eingehen, aber ich will trotzdem drauf eingehen, weil es gar kein allzu unwichtiger Vers ist. Wenn man sagt, Haare wie Frauenhaare, wird jeder, ich meine buchstäblich jeder, heutzutage verstehen, dass damit lange Haare gemeint sind, nicht wahr? Ich meine, was soll sonst damit gemeint sein? Jeder würde das verstehen. Das ist nicht lustig, wie jeder das versteht und trotzdem Leute behaupten wollen, dass es für Frauen in Ordnung ist, kurze Haare zu haben? Nun, offensichtlich, wenn die Bibel hier von Frauenhaaren spricht, sind lange Haare gemeint. Also was für Haare sollten Frauen tragen, wenn nicht lange Haare? Und das ist eine Schande übrigens, und das sieht hässlich aus mit Verlaub, wenn Frauen kurze Haare tragen. Die Bibel sagt, dass es für eine Frau eine Schande ist. Dagegen ist es eine Ehre für sie, langes Haar zu tragen. Das Haar ist für sie eine Ehre, ist hier anstelle einer Bedeckung gegeben. Das ist ihre Kopfbedeckung, ihr langes Haar. Das ist, was die Bibel lehrt. Weißt du was? Es braucht mehr toxische Männer, die ihren Frauen verbieten, kurze Haare zu tragen. Und die wirkliche Schande sind Männer, die das überhaupt zulassen. Die wirkliche Schande sind nicht Frauen, die kurze Haare tragen. Die sind gar nicht wirklich das Problem. Die wirkliche Schande sind Männer, die das zulassen. Lass mich dir erklären, warum. Weil die Bibel sagt, dass eine Frau mit kurzen Haaren ihr Haupt schändet. Nun, mit ihrem Haupt ist nicht ihr buchstäbliches Haupt gemeint. Damit ist nicht ihr Kopf gemeint, wenn du es im Kontext liest. Mit ihrem Haupt ist ihr Mann gemeint. Weil die Bibel nämlich lehrt, dass der Mann das Haupt der Frau ist, im Sinne von Oberhaupt, Führer, Leiter, Herr, wie auch immer. Dass der Mann das Haupt der Frau ist. Das heißt, die Bibel lehrt, wenn eine Frau kurze Haare hat, dann schändet sie ihr Haupt, sie schändet ihren Mann. Also was ist mit Männern, die es ihren Frauen nicht verbieten, kurze Haare zu tragen? Sie lassen sie schänden. Was für Loser. Die wirkliche Schande sind Männer, die das zulassen.